Und herzlich willkommen zur nächsten Runde WoW mit unserem Begova auf dem Weg zur Maximalstufe 120. Genau, das ist unser Ziel. Das ist mein Ziel nach 14 Jahren. WoW soll es diesmal bis zum Ende, erstmals bis zum Ende hochgehen. Vor 14 Jahren, als ich angefangen habe, war die Maximalstufe noch 60. Habe ich damals nicht bis 60, meine, keinen Char bis 60 gespielt. Jetzt mittlerweile hat sich's verdoppelt. Ja, und das ziehen wir jetzt durch. Aber bevor ich irgendetwas anderes mache, a dream come true. Es ist unglaublich. Ich habe Post bekommen, Ingame-Post von Moriarcia. Ich bin hin und weg, ganz ehrlich. Vielen Dank für deine YouTube-Videos, immer wieder gern gesehen. Ich kann es nur nicht mehr anschauen, wenn du mit den kleinen Taschen rumlaufen musst. Daher ein kleines Geschenk an bei. Beste Grüße und viel Spaß beim Questen. Das ist der absolute Hammer. Vielen, vielen, vielen Dank an Moriarcia. Ich bin völlig geplättet. Antworten. Wow, vielen, vielen, vielen Dank. Das ist ja mal richtig cool. Und das meine ich genau so. So. Senden. Tiefseebeutel. So, und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt einmal mehr zum totalen Affen mache. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas von Tiefseebeuteln gehört. 30 Platzbehälter. Ich glaube, das Höchste, was ich miterlebt habe, ich weiß nicht, okay, 18. Ich bin jetzt bei 18. Vielleicht waren es aber auch 20. Es gibt 20er Taschen, gell? Ich bin gerade beim Magiestoff, aber da gibt es das nächste, da kommt noch irgendwas, Schattenstoff. Ich glaube, weiter kam ich nicht. Müsste ich mal mit bei meinem Priester, bei meinem 84er, das war ja, wer die früheren Videos geguckt hat, hat es mitbekommen. Das höchste der Gefühle, Level 84. Und jetzt kommt das Bittere, ich glaube, damals war Höchststufe entweder 85 oder 90, also ich war gar nicht mal so weit weg. Aber nicht durchgezogen, egal, was ich eigentlich sagen wollte. Da könnten wir mal nachgucken, was ich da für Taschen hatte. Aber Tiefseebeutel, 30 Platzbehälter, 4 Stück. Hammer. Absoluter Hammer. Also nochmal vielen Dank, vielen, vielen Dank an Moriarcia. So, und jetzt ziehen wir uns die mal an. Und es funktioniert. Ich hatte ja gerade schon... Moment, Bedenken, dass ich sie versuche jetzt zu benutzen und er sagt mir, darf sie nicht. Moment, geht das nicht? Doch, 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 doch. 116 freie Plätze. Tja, was soll ich dazu sagen? Das ist das Coolste und das absolut Coolste. So. Deswegen, das eigentliche Ziel dieses Videos, vielleicht noch auf Level 20 zu kommen, wir gucken uns mal die Leiste an, ist gerade völlig in den Hintergrund gerückt. Dieses Video gehört voll und ganz Moriarcia, der ich an dieser Stelle zum dritten, vierten, fünften Mal jetzt noch danke. Dann soll es fürs erste kurz genug sein, sonst nutzt es sich etwas ab. Aber genau, ich sag nur 116 leere Plätze in der Tasche. Oh mein Gott! Moment. Das ist ja, ja, Premiere sozusagen. Nach 14 Jahren eine Premiere mehr hier. Es hat sich schon gelohnt. So, trotzdem wollen wir jetzt noch ein paar Minuten auch questen.
und natürlich auch Blümchen pflücken. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen durch den Wind vielleicht. Möge es mir verzeihen, wenn ich jetzt vielleicht die nächsten paar Minuten beim Spielen hier immer wieder kurz abschweife. Ich versuche mich zu konzentrieren. So, was brauchen wir denn überhaupt? Wir müssen in diese Mine da hinten rein, in die Silberbach-Mine. Ich weiß nicht warum, aber die mag ich ja nicht. Die mochte ich ja noch nie so wirklich, diese Silberbach-Mine. Ich kann es aber nicht so genau erklären. Ist einfach nicht mein Ding. Wobei, hatte ich gleich auch schon mal erwähnt, Loch Modan im Sand war nie so meins. Vielleicht war ich einfach schon so oft hier, weil ich dann doch immer wieder gerne mit einem Zwerg angefangen habe. Wobei ich auch sagen muss, ich war auch schon sehr oft in Westfall oder im Wald von Elwin. Aber das geht mir nicht ganz so auf links, die Lochmoder. Na, zumindest gilt das für den Wald von Elwin. Westfall, das neue Westfall, nach Kataklysm. Das geht mir in der Tat dann doch ein bisschen auf den Senkel. Also das alte Westfall war grandios. Das neue Westfall, gewöhnungsbedürftig. Weil der eigentliche Hammer daran ist ja, ich weiß gar nicht, ob es schon mal Wintermöglich, ich habe gerade ein Déjà-vu. Der eigentliche Hammer ist ja, dass es die Welt von Kataklysm, die ja hier mittlerweile schon länger gibt als die Originalwelt davor. Also, das ist irre. Absolut irre. So. Brauchen wir natürlich überhaupt nicht. Die stehen gerade nur im Weg rum, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Haben wir den Eingang schon verpasst? Nee, kommt erst noch. So, nee, hier auch noch nicht. Wo ist er denn jetzt? Da läuft noch mal einer. Komm. Du nach Hause. Das ist eigentlich ein Feldmesser. Ist das was wie ein Fährmesser? Sag mal, lag der nicht hier schon? Der lag doch letztes Mal schon hier. Liegt der hier immer noch? Das wäre jetzt nicht ganz so lustig, wenn ich das vorherige Video, als der hier lag, vor 5 Minuten aufgezeichnet hätte. Aber das ist war eher gestern oder vorgestern. Jo. Hatte wohl keine Lust mehr, nach der Erfahrung hier. Dieser Nahtoderfahrung. Dann doch mal schnell den Charakter gewechselt. Charakter wechseln, ja, das erinnert mich auch an alte Zeiten, als man auch gerne mal, heißt das gegankt? Ich glaube, das heißt so, oder gegankt wurde von Glucerin auf dem PvP-Server. Man irgendwann, nachdem man dann zum 5. Mal sich wiederbelebt hat, wieder abgemetzelt wurde, sich dann wütend und genervt aus- und umgelockt hat, in Ruhe zu haben. Gibt es heutzutage so alles nicht mehr so richtig. Weil die PvP eigentlich, soweit ich das richtig sehe, mittlerweile ja alles wirklich erstmal aktiviert werden muss. Sonst kann da eigentlich nichts passieren. So, wir sind in der Höhle. Kann losgehen. Kisten brauchen wir. Scharfspott. Muss man uns da hinten nicht als Kiste verkleiden oder irgend sowas? Ist das die Höhle oder ist das wieder eine andere? Ich verwechsel hier gerade schon wieder was. Wir werden es herausfinden. Geomanten. Haben die hier irgendwas? Ne, die Arbeiter lassen wir mal in Ruhe. Konzentrieren wir uns hier auf die zu weit entfernt. So, mal kurz eine Heilung einwerfen. Können wir uns leisten. Aha. Oh, haben wir gerade nicht. Noch nicht bereit. Aber jetzt.
die volle Wucht abbekommen. So. So, so, so. Da ist noch einer. Brauchen wir. Nee, wir brauchen nur die Ausstattung. Die Ausstattung, die Ausstattung. Und da steht einer. Zu spät. Und den Kopf des Vorarbeiters. Dem Chef geht's an den Kragen. Wie es mit Chef so sein sollte. So. Haben wir schon voll? Ja, haben wir voll. Nicht abhauen, Freundchen. Das war Nummer 4. Dann waren es nur noch 2. Da steht die nächste Kiste da vorne. Dann fehlt uns noch eine. Plus der Chef. Das ist überschaubar. Da ist er schon. Nee, das war wohl nicht die. Wir verkleiden uns als Kiste und belauschen hier. Aber wir brennen. Wir brennen, das meine ich nicht positiv. He's on fire. Kann sowohl positiv als auch negativ interpretiert werden. So, das war der erste, das war der Chef. Das heißt, die Feuergefahr ist gebannt. Aber so. Wir wollen ja keinen zweiten Steinbruch von Grom Bobelbol. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Es ist schlimm. Aber Golbola. Meine Güte. Also Steinbruch von Golbola. Aber das ist wie mit Alesia bei Asterix und Obelix. Das will auch keiner kennen. Die Orte der größten Niederlagen vergisst man auch gerne mal wieder. Haben im besten Fall nie existiert. Alesia, ich kenne keine Alesia. So. Das ist der Ausgang. Wir nähern uns in kleinen Schritten in Level 20. Ich glaube allerdings nicht, dass uns die drei Quests reichen werden. Levelaufstieg. Aber macht nichts. Wie gesagt, ich bin für dieses Video, es kann eigentlich gar nicht mehr besser werden. Ich bin völlig happy. Für alle, die gerade jetzt erst hier mal kurz hingespult haben. 4 Tiefseebeutel, von denen ich heute zum ersten Mal gehört habe, dass es die überhaupt gibt, aber völlig schnuppe. 30 Plätze pro Beutel. Insgesamt 112 freie Plätze im Moment noch. Und alles per Post geschickt und geschenkt bekommen. Das ist einfach nur mega. So. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, hier müssen wir doch mit den Quests jetzt durch sein. Willkommen. Wenn wir den Chef hier haben. 5.520, Entschuldigung. Okay, wie viel fehlen die überhaupt noch? 16.000. Ah, das wird ein bisschen eng. Da waren es nochmal 5.000 und 2.000. Was brauchen wir hier? 3 Stärke, 4 Ausdauer. Jo, aber mein, warum nicht? Ein Schild brauchen wir nicht, wir werden erstmal nicht tanken. Das ist etwas, was ich immer gerne machen möchte, aber mich ehrlich gesagt, mir das ehrlich gesagt nicht zutraue, das ordentlich zu machen. Da geht es auch teilweise geht's gar nicht darum, dass ich die Klasse vielleicht nicht gut genug beherrschen würde. Das fände ich jetzt gar nicht so schlimm, da kann man sich reinfuchsen. Aber ich kenne einfach auch nach so langer Zeit die Inis nicht gut genug. Also ich da geht es jetzt nicht um
Flammenschlund oder Todesminen, da komme ich blind durch. Die sind auch noch nicht die große Herausforderung. Aber später, da wird es dann schon hackelig. Da bin ich dann lieber hier im Tross und laufe schön dem Tank hinterher. Da tue ich mich schon schwer. Und auch mit den ganzen Boss-Mechaniken und wer muss wo stehen und wann greife ich wen an und in welche Richtung, welcher Boss zuerst, wo muss ich was holen, damit der Boss oder die Tür aufgeht und hier noch einen Schlüssel holen und so. Ich meine, man lernt es natürlich auch nicht, wenn man es nicht einfach mal versucht. Aber Priorität liegt jetzt erstmal darauf hier, die 120. Vielleicht wäre natürlich auch gleich hier der nächste Task sozusagen, die nächste Challenge, falls wir es hier schaffen sollten, tatsächlich die 120 zu erreichen, noch in diesem Leben. Schön, euch zu sehen. Das mögen eure wir Reise sich gemeinsam zeigen. versuchen, mich auch noch zum Tank zu machen. So, wir gucken nochmal in den Briefkasten. Es ist kein Scherz. Hier ist wirklich ein Brief. Moriatia. Tatsächlich. Ich habe es nicht nur geträumt. Oh, hübsch. Lara. Hammer. So, was wollte ich eigentlich machen? Wo geht's weiter? Hier ist nichts mehr. Doch, ich stehe drauf. Und plötzlich Murlocs. Ach, das sind die unten am mittlerweile ausgetrockneten Loch Modan. Siehe da. Schön, euch zu sehen. Aber hallo. Es hat doch gereicht. Mögen eure Reisen Oh, sicher sein. lila. Dieses Upgraden, das ist da auch Seid auf neu. der Hut. Seit wann haben sie das denn eingeführt? Ist das, um die Lo noch schneller hier jetzt hoch zu pushen? Wo ist er? Was haben wir denn gerade bekommen? Moment, ich muss mal kurz gucken nochmal. Ihr habt einen neuen Zauber gelernt. Klinge der Gerechtigkeit ist es das hier. Durchbohrt ein Gegner mit einer lichterfüllten Klinge und verursacht 110 körperlichen Schaden. Erzeugt zweimal heilige Kraft. Brauchen wir wahrscheinlich eher hier. Zwei heilige Kraft hat das 10 Sekunden Abklingzeit sofort. Jo. Puh, jo, mei. Wir lassen es einfach mal hier und gucken, wie es ist. So, wir können reiten lernen. Wir können reiten lernen. Das sollten wir vielleicht auch tun. Und Stufe 20. Wir haben doch irgendwas Lilanes bekommen. Bin ich jetzt denn völlig blind und blöd? Was war denn das gerade? Also, wir haben es auf Video, Freunde. Ich kann nachgucken. Aber erst nachdem ich das hier beendet habe. Ich sehe es nicht. Haben wir es noch an? Oder war das jetzt irgendwas? Mache ich mich hier gerade schon wieder zum Hannes? Und das war nur irgendwas wie unerfahrenes Reiten oder irgendwie sonst was? Okay. Bis zum nächsten Video habe ich es rausbekommen. Wir wollen jetzt hier nicht zu viel Zeit verschwenden mit meiner Unwissenheit. Was haben wir hier noch? Was Weißes? Brust. Wir haben eine weiße Brustrüstung. Ja, spinn ich denn? Mei, 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 mei. Okay, das müssen wir ändern. Und wir haben einen verfügbaren PvP-Talentplatz. Okay, da habe ich keine Ahnung von. Ich würde sagen, passiv ist nicht schlecht. Eintreffender Kontrollverlusteffekte. Ich habe keine Ahnung von dem Zeug. Wir haben sowieso nie PvP an, deswegen, ich glaube, nur dann wird das wirklich aktiv. Aber wenn dann irgendwas passiv ist, dann müssen wir uns um nichts kümmern, von dem wir eh keine Ahnung haben. Grüße. So, haben wir irgendwas Was zum kann ich heute Kaufen? für euch tun? Dieses Ding verkaufen wir, das behalten wir mal gerade noch. Bleibt auf dem Boden! Und dann holen wir uns doch noch das Reiten. Also das gönnen wir uns jetzt auf jeden Fall noch als Höhepunkt hier des Videos. Entschuldigung, als zweiten Höhepunkt. Moment. Wir sind mit einem absoluten Höhepunkt gestartet. Hallo! Bleibt sauber! Und wir werden mit einem Höhepunkt enden. Was ist das denn? Eine Gildenkiste. Wir sind in gar keiner Gilde, aber gut, das erklärt auch, wieso wir die nicht aufkriegen. Wir werden auch mit einem Highlight enden. So, da müssen wir doch wieder nach Bernru. Lust auf ein Glas?
Und Bernru liegt doch in der Nähe von diesem Steinbruch von Golbola, den es eigentlich gar nicht gibt und den wir gar nicht kennen, in dem nie was passiert ist. Wir fliegen trotzdem kurz hin. So, wir genießen den Flug. Und gucken uns vielleicht einfach nochmal unsere tollen neuen Taschen an. Beutel. Hergestellt von Blasi Hasili. Oha. So. Gehöft Bernru. Schon wieder so viele gelbe Pünktchen hier auf der Minikarte, Minimap. Und ich gucke gerade ne, gar nicht, weil ich immer noch hier in Gedanken gerade bin. So, wo müssen wir hin? Wo ist der Eingang jetzt? Geht's hier links hinter oder rechts? Wo ist denn jetzt dieses blöde Gehöft? Links. Ich würde sagen links. Da ist es doch schon da hinten, oder? Wer sehen kann, ist im Vorteil. So, das holen wir uns jetzt noch. Das holen wir uns jetzt noch. Da wird schon wieder gekämpft. Das soll uns jetzt aber erstmal nicht stören. Wir haben ja nichts Dingeres zu tun. Oh Gott, hoffentlich können wir es uns jetzt leisten. Nein! Moment, geübtes Rein. Ach, jetzt weiß ich's. Wir sind Paladin. Nein, wir dürfen ja schon reiten. Ich, Vollidiot. Paladine und, was war das andere? Hexenmeister. Das war das Lilane vorhin, oder? Könnt ihr mir bitte kurz in die Kommentare schreiben, was für ein Hornochse ich bin. So, das sind die Dinger, die wir hier im Laufe der letzten 15 Jahre angesammelt haben. 20 Reittiere. Erspart euch bitte. Oh. Lachen Witter der Dämmerschmiede, was ist das denn? Den kenne ich aber gar nicht hier. Ein treues Reittier für die Verteidiger von Eisenschmiede. Wann habe ich das denn bekommen? Ist das jetzt hier für den Paladinzwerg oder? Das kenne ich überhaupt nicht. Schwarzer Greif. Okay. Kriegsross ist eh klar. Ja komm, wir versuchen es mal mit dem Witter hier. Ja, schick. Und jetzt kennen wir auch das Lied, dieser Weg war umsonst. Mei, 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 wieder. Also wer es nicht im Kopf hat, muss es in die Füße haben oder in die Beine. Heißt das nicht so? Wer es nicht im Kopf hat, muss es in die Beine haben. Gut, aber ich würde sagen, war zumindest nochmal ein lustiger, leicht trottelig angehauchter Abschluss. Und in diesem Sinne nochmal vielen Dank an Moriatia für die Wahnsinnstaschen. Und in diesem Sinne, auf baldiges Wiedersehen. Auf baldiges Wiedersehen. Wir sehen uns. Danke. Ciao.